Hallo zu einem neuen Video Männerabend die Serie. Eine ganz neue Rubrik, und zwar nennt sich die Männerabend die Serie Tested Worldwide. Wir haben Post bekommen, einen Brief von unserem Hörer Ahmed aus Ägypten. Ahmed schreibt: Vogel, Dreieck, Wasser, Feuer. Okay, mein Altägyptisch ist ein bisschen eingerostet, aber ich probiere es mal frei zu übersetzen. Er schreibt: Liebes Männerabend-Team, ich bin ein großer Fan von euch und würde mich freuen, wenn ihr auch mal das berühmte Pharaonenbier in Ägypten testen würdet. Anbei findet ihr 2 Karten Business Class Air Berlin nach Ägypten. Würde mich sehr freuen und hoffe, es schmeckt euch. Gesagt, getan, wir befinden uns am Airport in Berlin, Berlin-Tegel, und wir sind mal gespannt, ob hier alles dem technischen Fortschritt entsteht. Wir machen uns auf den Weg nach Ägypten und wollen dann mal dieses Pharaonenbier probieren. Mal schauen, wie es schmeckt. So, gerade in Hurghada gelandet, 4,5 Stunden Flug gehabt, und ich muss mal gucken, dass wir einen Transfer zum Hotel kriegen, damit wir endlich dieses Pharaonenbier auch testen können. Ich bin gespannt. Temperaturunterschied im Vergleich zu Deutschland, kann man sagen, so plus 10 Grad. Zum Glück ist das Flughafenterminal hier einigermaßen mit Ventilatoren ausgestattet, aber ich brauche jetzt dringend ein kühles Bier. So, und wie gewünscht haben wir uns dann auch dem Pharaonenbier zugewandt. Man sieht schon hier im Hintergrund das Meer, das sind also seine Location, wo das Bier testen vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß macht als sonst. Hab jetzt hier schon, der Schaum hat sich ein bisschen abgesetzt, Schaum und Perligkeit, wenn man mal schaut. Perligkeit ist durchaus noch vorhanden. Schaumigkeit, der Schaum ist sehr fein, sehr schön, ist jetzt schon ein bisschen zusammengesunken. Muss natürlich auch sagen, die Ägypter an sich haben jetzt hier nicht die schönsten Biergläser. Bei uns würde man da vielleicht einen Wein oder was draus trinken. Naja, Schaum und Perligkeit würde ich daher, also ich habe es schon schöner Perlen sehen, gerade an der Bar noch ein ganz frisch gezapftes genommen, würde ich so im Bereich 6 bis 7 auf jeden Fall, hat auch eine schöne Farbe. Perl, gebe mal frohen Mutes eine 7. Jetzt der Geschmackstest. Auch durchaus in dem Bereich Sommerbiere schon fast einzuordnen. Frisch, genau das, was man hier beim Wetter braucht. Knapp unter 40 Grad sind es hier tagsüber, und das ist auf jeden Fall sehr erfrischend. Kann man gut trinken. Keinen bitteren Geschmack, aber jetzt auch nichts Besonderes. Man könnte schon fast sagen, da ist vielleicht auch ein bisschen mehr Wasser drin als sonst, aber ist auch ganz gut, dann kann man auch schon mal mittags eins trinken und das knallt eigentlich ganz so weg. Doch, durchaus solide, lecker zu trinken, also da kann man ruhig mal einen ganzen Abend mit verbringen, und würde ich für den Geschmack, also ich glaube, bei meiner Facebook-Bewertung war ich ein bisschen niedriger, aber ich würde dann tatsächlich jetzt hier 15 Punkte geben für den Geschmack, 15 von 20 Geschmack, 7 von 10 Punkten für Schaum, Perlig und Glasigkeit. Und ja, das soll es gewesen sein. Schaut euch auf jeden Fall auch noch die anderen Videos an. Der Ferdi und der Markus aka Larry Hooper Looper waren ja unterwegs auf dem Brauereifestmuseum und dem Tschechischen Bierfest in Dortmund. Sehr, sehr schönes Video geworden. Knapp 16 Minuten. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und natürlich auch die ganzen anderen Männerabend, die Serie Wir testen Video. Das war die erste Folge von Männerabend Tested Around the World. Worldwide, ich weiß noch gar nicht, wie wir das Konzept nennen. Auf jeden Fall, wenn ihr auch wieder Ahmed Ideen habt, Biere irgendwo auf der Welt, schickt bitte auch, wie der Ahmed das gemacht hat, die Flugtickets direkt mit. Wir fliegen hin und testen dann euer Bier. Am liebsten natürlich irgendwo, wo es auch so mit Strand und Sonne. Das sind natürlich unsere präferierten Locations. Ansonsten, wenn es irgendwo nach Nordskandinavien gehen soll, haben wir auch noch den Ferdi und den Sven, die wir da dann gerne hinschicken, so mit Moonboots und dick angezogen. Könnte ja auch die eine oder andere Erfrierung geben. So, in diesem Sinne, das war's für heute. Freut euch auf den nächsten Männerabend und unsere Bierbörse und so. Alles Männerabend.info ist die neue Seite, da findet ihr alles. Und ich sag Prost und tschüss, bis zum nächsten Mal.